Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier beim Separatisten Sardon und ja, wir haben mit ihm gequatscht. Er ist auch dabei, die Alps auszurotten und wir sollen ihm dabei helfen. So, da drüben habe ich einen Teleporter entdeckt, den wir auch sogleich nutzen werden. Firmengelände Nordabesser wurde aktiviert. Das ist sehr schön. Gut, gibt es hier irgendein Getier? Wir brauchen nämlich so wahnsinnig viele Erfahrungspunkte. Wir müssen noch Level 25 schaffen. Mindestens. Aber ich glaube, hier haben wir alles ausgerottet, ne? Na gut, dann schauen wir uns doch gleich mal die Quests an, die uns noch übrig geblieben sind oder beziehungsweise neu dazugekommen sind. Die Hauptmissionen sind soweit erledigt, das mit Geduld, wortwörtlich Geduld. Wir haben ja diesen Separatisten getroffen, der uns jetzt eine Reihe an Quests gegeben hat. Also hier zum Beispiel, ne, der Schlachtplan des Eremiten. Also wir müssen da jetzt einige Sachen erledigen und dann kann es schon weitergehen. Tod eines Genies, lassen wir dabei mal. Elexetor auf Treibjagd. Das werden wir mal als erstes versuchen. Hoppala. So. Und zwar, er soll hier ganz in der Nähe sein. Hier unten. Das heißt, wir können Konverter Nordabesser uns hinporten. Dann rotten wir den Typen aus. Wir müssen Nordabesser hier, den Konverter müssen wir auch clearen. Was aber keine einfache Sache ist, da wir wahrscheinlich wieder grob aufs Maul kriegen werden. Werden wir dann sehen. Ein Rudelführer. Den machen wir gerne mal den Gar aus. So. Was hat er jetzt davon? So. Und dann laufen wir mal da lang. Immer schön eins der Reihe nach. Dann werden wir das schon hinkriegen. Ich wollte noch schnell glubschen. Wie weit ist es noch bis zum Level ab? Auch gar nicht mehr so schlimm. Dann haben wir schon Level 24. Dann fehlt nur noch ein Level. Und dann können wir Erzberserker werden. Oh, wie ich mich freue. So, wir sind fleißig und wir werden das auch schaffen. So, da oben haben wir auch ein Opfer. Ich muss natürlich alles, was auf dem Weg liegt, an Viecher, die wir klatschen können, umbringen. Für Erfahrungspunkte, es geht nicht anders. Und für Items. Aber ihr versteht das schon. So. Ich glaube, das Viech ist nicht so gesund anzugreifen. Da hauen wir lieber ab. Der schaut ungut aus. Oh, und das lädt wieder. Man merkt es am Ton. Da. Wir sind, glaube ich, heil davon gekommen. So. Oh, ruck. So. Jetzt sind wir gleich da bei diesem Elixitor. So. Danke dir. So. Jetzt ist das Laden auch geschafft, glaube ich. Ja. Ich würde sagen, ich speichere hier mal. So. Nächster Spielstand hier drauf. Ja, bitte. So. Sehr gut. Da haben wir noch eine Assel. Zack. Dann müssen wir wahrscheinlich... ich müsste gleich mal auf der Karte... Aha. Warte mal. Schauen wir kurz auf der Karte nach. Aha, okay. Einfach da der Brücke, die Brücke rüber, dann würde es auch passen. Aber da oben waren wir auch noch nicht, oder? Mal schauen, was es da oben gibt. Vielleicht können wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Vielleicht sind hier Gegner, die wir recht gut besiegen können. Ach, hier war doch die Chimäre, ne? Die haben wir auch schon ausgerottet. Oder? Täusche ich mich? Nein, ich glaube, ich täusche mich gerade. Auf jeden Fall ist da irgendwas. Was uns scheinbar auch angreifen möchte. Oder es war eine Täuschung. Könnte auch sein. Ein bisschen warten. So.
Oder es ist da gar nichts. Können wir da hochklettern? Nope. Das heißt, da oben dürfte auch nichts sein. Schau mal einfach mal, was es da so geben täte. Nix wahrscheinlich. Alte Radioaufnahme, okay. Nehmen wir mal. Aus Regierungsreihen ist durchgesickert, dass die Gefahr real ist. Der größte Vertuschungsskandal unserer Geschichte. Ein Meteor wird bald hier einschlagen. Wir erhalten Nachrichten, dass in vielen Städten bereits Panik ausgebrochen ist. Bürger verlassen fluchtartig ihren Wohnort. Die Straßen sind völlig dicht. Das nächste? Es wird dazu geraten, einen Ort unterhalb der Erde aufzusuchen. Der Aufenthalt im Freien wird tödlich sein. Die Menschen werden gebeten, so viele Vorräte wie möglich anzusammeln. Experten zufolge kann es zu starken Nachbeben kommen. Diese lösen möglicherweise eine Flutwelle aus. Bitte warten Sie auf weitere örtliche Anweisungen. Schön. Sturz der Regierung. Das Militär hat die Parlamentsgebäude gestürmt und abgeriegelt. Keine Meldung des Präsidenten. Wir sind der letzte Turm auf Sendung. Wir können nur warten und den Atem anhalten. Solange es geht, wird Musik übertragen. Das ist aber nett. Wenigstens die gute Stimmung darf nicht kaputt gehen, ne? So, eine Anleitung. Harter Hund. Das hört sich ganz nach dem Steam an. Harter Hund. Nicht schlecht. So, gibt's hier noch was? Schaut nicht aus, ne? Doch, hier glaube ich, da ist was. Ein Krug. Super. Aber ich glaube, wir hätten es dann. Zigarette. Gut, dann können wir weiter, ne? Hier oben ist scheinbar auch nichts. Na, passt, dann gehen wir weiter. Dann suchen wir unser Opfer. Ich hoffe, dass es ein Opfer wird. Also ein Opfer ist. Also nicht zu schwer zu besiegen geht. So. Passt. Geschafft. Tap, tap, tap. Jetzt müssen wir da zur Brücke runter. Jetzt lädt es, glaube ich, wieder ein bisschen. Oder auch nicht. Passt. Sehr gut. Da haben wir ein bisschen was gefunden. So. Sehr gut. Dann würde ich mal meinen, es wird sich anbieten zu speichern. So. Und dann muss unser Opfer irgendwo da drüben sein. So, wir speichern. Tak, tak. Tak, tak. So. Halt, was ist hier? Ein Bolzen. Und sonst nichts. Okay. Oh Mann, das Viech schon wieder. Ah, da drüben haben wir was. Ein Opfer. Ein Opfer. Ein Opfer. Servus. Au. Von wegen ein Opfer. Ich bin's Opfer. Steht der unter Strom? Also wegen unserem Kroni. Kann man den Riesen da irgendwie umgehen? Aha, eine Mine. Besser nicht drauftreten. Na, Kampfmaschine da unten. Schlecht. Noch eine. Puh. Na, nimm. Vielleicht kann man die irgendwie ausweichen.
Puh. Ich halte kurzen Atem an, ey. Hoffentlich kriegen die nicht mit, dass wir hier sind. Weil der eine seine Taschenlampe eingeschalten hat. Ich traue mich gar nicht drunter gehen. Ein Bettchen könnten wir uns eigentlich da mal gönnen. Schlafen mal bis zum nächsten Morgen, vielleicht wird's heller. Boah. So, jawohl, schön hell. So. Jetzt wäre es noch gut, hier wegzukommen. Vor allem heil wegzukommen. Aha, da mein Viechlein. Ein Rotmolch. Gut, der ist mal erledigt. Das ist ja die Frage, ob man den großen Rotmolch auch besiegen kann. Nicht zu nah. Der ist halt schon sehr groß. Puh. Müssten wir probieren, ob es mit Krone geht. Na, nicht laden. Gottes Willen. Speichern wollte ich. So. Probieren wir es halt. Wenn wir auf die Fresse kriegen, ist halt Pech gehabt. Puh. Ich würde sagen, Zyklop. Ja, es könnte was werden. Dauert zwar ein bisschen, aber es ist momentan so auf diese Art und Weise die sicherste Variante. Ich glaube, es ist erledigt, ne? Sehr gut. Ein Moment. Mir juckt gerade das Ohr. Aha. So. Sehr gut. Hat ja hingehauen. Du schierches Viech. So. Das ist speicherungswürdig, auf jeden Fall. Sehr gut. Passt. So, dann schauen wir mal, ob er da irgendwas hat an Schätzen oder so. Zumindest Elixir. Ein bisschen was. Da. Da. Nix. Hier noch was vielleicht. Oh, da hat er ein bisschen was. Sehr schön. Da drüben ist noch was. Mh, lecker. Großer Elixit-Beutel. Das ist schön. Ja. Schön. Hat sich ausgezahlt, da wäre auch ein Fässchen gewesen. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ist ja wurscht. So. Dann marschieren wir weiter. Alles für Erfahrungspunkte. Aha, davon haben wir. Ja, ja. Er berechnet schon wieder, dass wir keine Überlebenschance haben. Was gelogen ist. Wir haben überlebt. Potenzial zur Verbesserung der Effektivität. Empfehle umgehendes Training.
Ja, ja, ist schon recht. Zack, au! Du dämlicher Schakal. Passt, haben erledigt. Verbesserung heißt es, wir hatten eine Stufe aufgestiegen. Ich hab's nicht mitbekommen. Na, noch nicht. La 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 la. Das wäre ja auch ein bisschen komisch gewesen, ne? Tap, tap, tap. Aha. Boah, da kommst du her. Sehr gut. Erledigt. Ich würde sagen, ich sollte was essen. Wie schaut's denn aus? Was haben wir denn zum Mampfen? Kühlende Brotsuppe. Resistenz Feuer. Wärmende Suppe, Resistenz Frost. Ein Schnapsel können wir mal uns genehmigen. Eine Brause. Ein toller Suppen. Ich glaube, das passt schon mal fürs Erste. So, da vorne steht da schon der Hampelmann. Das heißt, wir speichern. Abermals. Und probieren unser Glück. Oh. So. Dann sind die Gerüchte also wahr, Commander Jax. Die Bestie von Xakor. Du lebst also noch. Karepox nehme ich an. Als ich noch Commander war, warst du nichts weiter als ein Laufbursche. Ja. Seit deiner Exekution hat sich einiges verändert. Mein vermeintliches Ableben hat dir offensichtlich geholfen, deinen Stand im Eispalast zu verbessern. Es gab viele unter uns, die deine fragwürdigen Entscheidungen missbilligten. Sogar einige hochdekorierte Alps sahen das so. Deine Zeit war einfach abgelaufen, Commander. Und der Weg wurde frei für jemanden wie dich. Ein neuer Anwärter auf meinen Platz. Ich verstehe bis heute nicht, warum du es abgelehnt hast, in den Stand eines Elexitors erhoben zu werden. Ich hatte meine Gründe. So, dann sieh dir an, wohin dich deine Sturheit gebracht hat. Ja. Ausgestoßen und verwahrlost wandelst du in den Ländern der freien Menschen umher. Ohne deine einst so legendären Elex-Kräfte, ohne Autorität, ohne Macht. Mag sein, doch sind mir meine Erfahrung und mein Wille geblieben. Was wohl Kallax dazu sagen wird, wenn ich ihm berichte, dass ich sein Versagen bei deiner Exekution wieder korrigiert habe? Aha. Dazu wird es nicht kommen. Was tot ist, soll auch tot bleiben. Ja. Ja. Jetzt wäre mal gut, wenn unser Freund hier da eingreifen könnte. Könntest du ihn mal lähmen, bitte? Aber es ist machbar. Sehr gut. Wow, 1000 Erfahrungspunkte. Schön. Fein. Und 106 Elixit. Ich glaube, ich speichere wieder. Sehr gut, das lief sehr gut. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich wieder das Schmuckstück reintun sollte, das uns mehr Erfahrungspunkte bringt. Den hau ich um. Aha. Dich hol ich mir. Bandit. Ja, schon hin. Aha, mir fehlt die Ausdauer. Ja, ich bin gerade konzentriert und weiß nichts. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gut, passt. Oder ob ich es einfach lassen soll. Wir halten dann dafür ein bisschen mehr aus. Ist nicht schlimm, oder? Die paar Prozentchen. So. Her mit dem Zeug. Gleich mal die Banditen ausgeraubt, wie es sich gehört. So, ein Bettchen zum Schlafen werden wir gleich nutzen. Tagebuch eines Bergsteigers. Okay. Ja,
Schauen wir uns das mal an. Tagebuch eines Bergsteigers. Hier haben wir es. Auf den höchsten Berg. Das gefällt mir. Oben auf den Berg hat man seine Ruhe vor diesem ganzen Mist. Ruhe vor den Berserkern, den Outlaws und sogar Ruhe vor den Alps. Die Einsamkeit zieht mich immer weiter hinauf. Bald schon werde ich es schaffen. Nachdem ich es an den Klippen von Tavar geübt habe, fühle ich mich bereit. Ich werde die Eisberge überwinden und von hier verschwinden. Ich habe viele Geschichten über das Land hinter Arkor gehört. Xarkor gehört, genau so heißt das. Von Städten, von Seen und vor allem von Frieden. Ich werde dieses gelobte Land erreichen, koste es, was es wolle. Ich werde etwas grollen. Ich habe etwas grollen gehört, oberhalb der Berge. Ich denke, dort lebt irgendwo ein Troll. Ich sollte vorsichtig sein und versuchen, sein Nest nicht zu kreuzen. Das schaffe ich schon. Ja, hoffe ich. Weißt du was, wir legen uns gleich hin. Bis zum nächsten Morgen pennen. Was, auch schon wieder aufstehen? Ach, Kreuz, große Dirken. Wenn doch bloß die Arbeitszeit so schnell vergehen würde wie 8 Stunden schlafen. So. Da haben wir wieder eine Astel, eine Felsastel. Die werden wir gleich den Hintern versohlen. Wo ist sie denn? Da. Ah, na, Ratte war's, die tue ich nichts. Ratten sind meine Freunde. Weil ich Mäuschen habe, verstehst? Farbmäuschen. Ja, genau. Ah, da oben könnte noch was sein. Warte kurz. Heureka! Tschack. Da nicht, aber da vielleicht. Ja, da haben wir jemanden. Zuckerröte, Alex, 4 Häuser, Teil 7. Hm, da hängt noch etwas dran. Aha. 4 Häuser, Teil 7. So. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Ah, 4 Häuser Teil 2 hatten wir schon. 4 Häuser Teil 7. Das Alter des schwarzen und grünen Hauses ist gleich. Freut mich. Schön. Gut. Das zudem. Hui. So. Okay. Ich glaube, wir müssen weiter. Und zwar, diese Quest haben wir schon. Jetzt können wir gleich uns eine neue Quest aussuchen. Oder wir gehen Bericht erstatten, je nachdem. Muss ich den Konverter abschalten? Ja. Das würde ich gerne machen, wenn wir Erzberserker sind, ehrlich gesagt. Den Konverter abschalten, weil das ist echt heftig. Invasion in Albessa. Die Alp scheinen eine Invasion in Nordabessa vorzubereiten. Ich muss sie stoppen, bevor sie ganz Abessa überrennen. Eventuell würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Oh, und der Part ist schon wieder zu Ende, viel zu Ende, Ende. Das wäre hier. Können wir uns gleich hier hinporten. Ah, ich weiß schon. Das waren richtig viele dort. Porten wir uns mal hin. Und dann beenden wir mal den Part. Da müssen wir ein schönes Stück laufen. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!